El Mercosur rechaza permitir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la oportunidad de hacer una intervención durante la 60ª cumbre de presidentes del bloque regional. El Mercosur toma sus determinaciones por consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, en este momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania que en esas circunstancias no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con el presidente de Ucrania. Mercosur. Der Mercosur gehören folgende Mitgliedstaaten an: Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela. Venezuela wurde jedoch aus der Mercosur suspendiert. Zu diesen Mitgliedstaaten kommen in der Mercosur noch assoziierte Staaten mit hinzu. Das sind zum einen Bolivien. Bolivien gilt allerdings schon als Beitrittskandidat für die Mercosur und soll quasi für Venezuela nachrücken. Dann haben wir Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador, Guyana und Suriname. In der Mercosur sind somit 5 Mitgliedstaaten und 7 assoziierte Staaten. Mercosur ist eine Abkürzung und bedeutet Mercado Común del Sur, was so viel bedeutet wie südlicher Markt. Die Mercosur wurde 1991 gegründet und sie bildet einen gemeinsamen Markt für die südamerikanischen Staaten, die der Mercosur beigetreten sind. Das Ziel dieser Vereinigung ist, den Wachstum der nationalen Märkte zu fördern. Und die größte Wirtschaft der Mercosur ist Brasilien. Aktuell verhandelt die Mercosur mit der EU über einen EU-Mercosur-Vertrag, das ein geplantes Handelsabkommen zwischen der EU und Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Dieses soll quasi die Einfuhr von Agrarprodukten wie Rindfleisch oder Bioethanol oder Zuckerrohr aus Südamerika mit gesenkten Zöllen ermöglichen. Und im Gegenzug dafür erhalten die Mercosur-Staaten aus der EU Autos oder sonstige Maschinen. Dieses Abkommen steht noch aus, wird schon seit 20 Jahren knapp verhandelt, aber ist auch immer noch nicht begraben. Der gemeinsame Markt des Südens, kurz Mercosur, nahm zu Beginn der 90er Jahre durch intensive Freihandelsgespräche Gestalt an. Er galt als ehrgeiziges Integrationsprojekt mehrerer südamerikanischer Entwicklungsländer. Der Vertrag von Asunción aus dem Jahr 1991 wird als Geburtsstunde des Mercosur angesehen.
Die vier Gründungsmitglieder Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay setzten sich den Abbau von Handelsschranken zum Ziel, um eine Freihandelszone zu schaffen. Wichtigstes Ziel des Mercosur war die Schaffung eines größeren Handels. Dem sollte er zu einer Investitionsplattform werden und den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten erleichtern. Obwohl man sich das Ziel setzte, einen Binnenmarkt mit freiem Warenverkehr zu schaffen, setzten die Mitgliedstaaten weiterhin auf protektionistische Maßnahmen. Gezielt schützte der Staatenverbund vermeintlich sensible Sektoren gegenüber Nachbarstaaten und vor globalem Wettbewerb, was eine Integration in weltweite Wertschöpfungsketten behinderte und die Attraktivität der Länder für Investoren minimierte. Österreich sperrt sich gegen das im vergangenen Juni vereinbarte weltgrößte Freihandelsabkommen Mercosur zwischen der Europäischen Union und vier südamerikanischen Staaten. Nur die liberalen Neos stimmten im EU-Unterausschuss des österreichischen Nationalrates gegen den von der SPÖ eingebrachten Vorschlag. Dadurch wird die Regierung in Wien zu einer Ablehnung des Abkommens verpflichtet. FPÖ-Chef Norbert Hofer erklärte, das Mercosur-Abkommen sei Geschichte. Hofer verwies auf das Prinzip der Einstimmigkeit im Rat der Europäischen Union. Die Abstimmung im EU-Rat über das noch in der Planung befindliche Abkommen erwarten Experten nicht vor Mitte kommenden Jahres. Wegen der verheerenden Brände im Amazonasgebiet und der Politik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hatten auch mehrere deutsche Politiker den Stopp von Mercosur verlangt. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller machte sich dagegen für dessen Aufrechterhaltung stark. Der brasilianische Wirtschaftsminister hatte vor knapp einer Woche eine Einmischung Frankreichs beklagt. Ich werde nur einen Zufall hervorheben, nur einen Zufall. Warum dauert es 20 Jahre, bis das Abkommen vereinbart ist? Und sobald das Abkommen fertig ist, haben wir eine sehr starke Agrarindustrie. Also ein Land, das seine Agrarindustrie immer geschützt hat, beschließt zu verurteilen, dass wir alle Wälder der Welt verbrennen? Denken Sie ein wenig darüber nach. Zur verlangt. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller machte sich dagegen für dessen Aufrechterhaltung stark. Der brasilianische Wirtschaftsminister hatte vor knapp einer Woche eine Einmischung Frankreichs beklagt. Ich werde nur einen Zufall hervorheben, nur einen Zufall. Warum dauert es 20 Jahre, bis das Abkommen vereinbart ist? Und sobald das Abkommen fertig ist, haben wir eine sehr starke Agrarindustrie. Also ein Land, das seine Agrarindustrie immer geschützt hat, beschließt zu verurteilen, dass wir alle Wälder der Welt verbrennen? Denken Sie ein wenig darüber nach. Die EU-Kommission verwies darauf, dass bislang noch nicht einmal der finale Text des Mercosur-Abkommens vorliegt und dass es die Vertragspartner verpflichten würde, Umweltstandards und das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. We have a busy session ahead of us. Die Landwirtschaft war der größte Knackpunkt in den 20 Jahre langen Verhandlungen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Südamerikas. Und sie dürfte auch der Grund für einen langen Ratifizierungsprozess sein. Die Parlamente der 28 EU-Staaten sowie Brasiliens, Argentiniens, Paraguays und Uruguays müssen jeweils zustimmen. Doch europäische Rindfleischproduzenten lehnen das Abkommen ab. Es stehe im Widerspruch zu EU-Qualitätsstandards. Das brasilianische Produktionsmodell akzeptiere etwa die verschiedensten Futterzutaten und habe andere Behandlungsstandards der Tiere. Hier seien gleiche Bedingungen und gleiche Wettbewerbschancen nicht gegeben. Auf der anderen Seite werden durch die Marktöffnung europäische Hersteller mehr Käse, Olivenöl und Wein verkaufen können. Zudem sind mehr als 350 Produkte aufgrund ihrer Herkunftsbezeichnung vor Imitationen geschützt. Das Abkommen ist der größte jemals geschlossene Handelspakt. Durch ihn sparen europäische Unternehmen mehr als 4 Milliarden Euro an Zöllen pro Jahr. Diese Zölle sind noch sehr hoch. 35% auf Autos und Spirituosen, 28% auf Milchprodukte und 20 oder fast 20 auf Schokolade und Chemikalien. Nach Abschluss der Verhandlungen Ende Juni in Brüssel hob die EU-Handelskommissarin die umfangreichen Prüfungsmechanismen hervor, sowie eine lange Übergangsperiode für bestimmte Produkte von bis zu 10 Jahren. Von der anderen Seite des Atlantiks kommen unter anderem Zucker, Ethanol und Reis. Außerdem öffnet der Mercosur seinen Markt für Dienstleistungen und öffentliche Aufträge.
In Brasilien, der neuntgrößten Volkswirtschaft der Welt, hat Europa einen Mitstreiter gegen Protektionismus gefunden. Es sei ein entscheidender Moment gewesen, als die EU der Welt ihre Kompromissbereitschaft in Sachen Marktöffnung gezeigt habe, so Brasiliens Botschafter in Brüssel. Die Öffentlichkeit werde viel Zeit bekommen, mehr über die Einzelheiten dieses modernen Handelsabkommens zu erfahren, was etwa Arbeitnehmerrechte und Klimaschutz angehe. Apropos Klimaschutz. Der Regenwald im Amazonas wurde im Juni um fast 90% mehr abgeholzt als im Vorjahreszeitraum. Das Abkommen will dem entgegenwirken und enthält Kapitel über nachhaltige Entwicklung und Aufforstung sowie Menschenrechte. Doch einige Gruppen im Europäischen Parlament leisten hartnäckig Widerstand. Sie können nicht sehen, wie ihre Partei dem Abkommen zustimmen könne, sagt die finnische Grünen-Abgeordnete Heidi Hautala. Gerade in Brasilien sei der Klimaschutz unter starkem Beschuss. Ein schnelles Ende der Debatte gibt es nicht. Der gesamte Ratifizierungsprozess kann Experten zufolge bis zu 5 Jahre dauern. Eine symbolische Flotte von Traktoren geparkt in Brüssel. Protestierende Bauern haben von der EU und der belgischen Regierung gefordert, das geplante Handelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Südamerikas nicht zu unterzeichnen. Die Landwirte fürchten vor allem höhere Fleischimporte nach Europa und dies vor dem nahenden Brexit. Der Brexit habe einen starken Einfluss auf den Rindfleischsektor, da Irland ein großer europäischer Rindfleischproduzent sei, so dieser Bauernvertreter. Wo gehe dieses Rindfleisch hin? Nach Großbritannien oder zurück nach Europa? Einmal ratifiziert umfasst die Freihandelszone die Staaten der EU sowie die des Mercosur, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der Botschafter Brasiliens bei der EU lobt die Vorteile des Abkommens für alle Beteiligten. Profitieren würden Industrie und Landwirtschaft auf beiden Seiten. Ein Beispiel sei nur der Weinhandel. Hier hätten Europas Weinbauern Vorteile, weil sie von der Marktöffnung des Mercosurs profitierten. Eine symbolische Flotte von Traktoren geparkt in Brüssel. Protestierende Bauern haben von der EU und der belgischen Regierung gefordert, das geplante Handelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Südamerikas nicht zu unterzeichnen. Die Landwirte fürchten vor allem höhere Fleischimporte nach Europa und dies vor dem nahenden Brexit. Der Brexit habe einen starken Einfluss auf den Rindfleischsektor, da Irland ein großer europäischer Rindfleischproduzent sei, so dieser Bauernvertreter. Wo gehe dieses Rindfleisch hin? Nach Großbritannien oder zurück nach Europa? Einmal ratifiziert umfasst die Freihandelszone die Staaten der EU sowie die des Mercosur, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der Botschafter Brasiliens bei der EU lobt die Vorteile des Abkommens für alle Beteiligten. Profitieren würden Industrie und Landwirtschaft auf beiden Seiten. Ein Beispiel sei nur der Weinhandel. Hier hätten Europas Weinbauern Vorteile, weil sie von der Marktöffnung des Mercosurs profitierten. Ratifiziert werden muss das Abkommen vom Europäischen Parlament. Hier gibt es Widerstand bei der Fraktion der Grünen und Linken. Die Produktionsstandards etwa beim Rindfleisch seien in den Mercosur-Ländern nicht dieselben, meint der belgische Linksabgeordnete Marc Botanga. Auch die Folgen für das Klima seien erheblich. Schließlich würden 99.000 Tonnen Fleisch transportiert. Das Ratifizierungsverfahren dürfte lang werden und könnte bis zu 3 Jahre dauern. Irgendwie riecht es verbrannt. Liegt das etwa an diesem Handelsabkommen? Genau, dieser verbrannte Geruch ist nämlich dein schlechtes Gewissen. Ein Handelsabkommen auf Kosten von Menschen und Umwelt stinkt gewaltig. Angela, denk an die Vorteile für unsere Wirtschaft und an die Agrarindustrie. Und du isst doch auch gerne Steak. Oh Mensch, ich habe wirklich meine Zweifel. Alle reden auf mich ein. Aber sollte ich wirklich den EU-Mercosur-Deal komplett stoppen? Ja, aber das ist doch Quatsch. Es ist nie zu spät, Nein zur Umweltzerstörung und zu sozialer Ungerechtigkeit zu sagen. Ehrlich gesagt ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Unterschreibt die Petition.